Hast du eigentlich da doch verkauft gehört? So. Alle mal hergehört. Eibär. Achso, das ist kein Grümer. Lederbänder, die können auch dazu ihr. Seife ist Gebrauchsgegenstand. Meint ihr? Folgt mir. Verbände können wir mal dahin tun. Können wir dann alles beim Gräber verkaufen? Genauso wie die Wurfmesser eigentlich. Oh, stimmt. Dir können wir Lederarmschienen mal verpassen. Alle mal hergehört. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Die Charisma-Maske, die wir ihr geben wollten, die hat ja leider gerade noch Dings, Dranor an. Den Rest dann beim Healer verkaufen. So, jetzt können wir, glaube ich, hier hinten rumgehen. Komm direkt bei Dorkenschmied raus. Können uns doch mal die zwielichtige Person hier hinten angucken. Jetzt, wo wir jemanden haben, der auch die Kiste knacken könnte. Fex zum Gruß. Braucht ihr etwas Spezielles? Könnte sein, zeig mal hier. Ah ja, okay, der verkauft uns jetzt Sachen. Murmeln, Krähenfüße. Mal gucken, kriegen wir deine Truhe auf? Nein. So, wir es noch einmal. Okay. Erstmal klärt es ihre... Das bin ich. Sie Stufe 3, wie wir alle. Alle mal her, lass doch mal Vordrin machen. Sie ist am weitesten voraus, übrigens. So, okay. Da zu Bala, ihr von der Brosche berichten. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich habe etwas Interessantes im Wortfall Elko entdeckt. Unter anderem bin ich bei meiner Untersuchung auf diese seltsame Brosche gestoßen. Sie scheint der einzige wertvolle Besitz des alten Elko gewesen zu sein. Er hatte sie an einem sicheren Ort versteckt. Erstaunlich, dass der alte Elko so etwas nicht zu Geld gemacht hat. Es muss ihm sehr viel bedeutet haben. Als die Dukaten, die es wert sein mag. Dennoch sehe ich vorerst keinen Zusammenhang zwischen Mord und Brosche. Ihr solltet sie erst einmal behalten und euch die anderen Schauplätze vornehmen. Vielleicht findet ihr ja noch Hinweise. Das will ich tun, hab Dank. Warte. Ich kann euch vielleicht helfen. Ja. Ihr könnt helfen, inwiefern. Ich kenne jemanden, der euch betrifft, der Mordziel unbedingt treffen möchte. Doch diese Person geht ein hohes persönliches Risiko ein, wenn sie sich mit euch trifft. Daher wurde mir eine Parole für euch anvertraut. Jede Hilfe ist genehm. Sagt, wo können wir diese Person treffen und wie lautet die Parole? Geht zum Fuß des Pyros-Tempel, dort wird jemand auf euch warten. Sprecht die Person mit folgender Losung an. Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. So wird euch geantwortet mit das Ogerkreuz. Und nun beeilt euch, die Person wird dort nicht ewig auf euch warten. Schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Solche Versteckspiele fangen ja auf die Nerven. Mit davonlaufen wurde noch kein Feind besiegt. Ja, das war. Auf der Hut sein. Das riecht nach einer Falle. Ja, erstmal helfen wir ihm hier. Indem wir die Kanalisation gehen. Da kommt schon eine Wolfsratte angerannt. Gute Entscheidung. Na klar. Candidus.
Ja, der Unglücks wurde aktualisiert. Ich muss die Ratte finden und ihr den Glücksbringer abnehmen. Ich habe den Handschmeichler gefunden, allerdings hat ihm eine Riesenratte vor der Nase weggeschnappt. Dann hinterher. Ich versuche mein Bestes. Lass das mal vor Grimm machen. So. Hier gibt es ja auch eine Abzweigung, die nur nicht nirgends hinführt. Und ja, der hält jetzt 2 Minuten hält das Flimflam-Funkel. Und ist besser als eine Fackel tragen zu müssen. Wir sehen nicht die ganze Kanalisation. Nur Teile davon. Also wir müssen erst alles aufdecken, sagen wir so. So meinte ich das. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist nichts Besonderes. Hier ist auch nur was Eingestürztes. Also das ist eine sehr, sehr komische Kanalisation. Und wir werden von hinten angegriffen. Amazone voraus. Hinter mir bleiben. Meine Rache. Die Das bin ich. Soll ich schlagen? Zeritus. Ach. Okay. Ein paar Wolfsrattenschwänze zum Einsacken. Gute Entscheidung. Wird gemacht. Ein paar Sehnen und Lederbänder. Also das war jetzt nicht wirklich schwierig. Es sind ja nur ein paar Wolfsratten gewesen. Schon geschehen. Beiderhändige Wolfsratten, die uns halt auch von hinten noch angegriffen haben. Okay, und hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können wieder zurückgehen an den Eingang und wieder raus. Oh, können wir nicht weiterkommen, Wolfsratten. So, noch einmal Flimflam-Funkel. Alle mal hergehört. Also ja, wir hätten auch Vorgrim eine Fackel tragen lassen können. Ja, der arme Schneider wird sie... Also, ich habe die Ratte in ihrem Versteck aufgespürt. Da hat ihr auch der Glücksbringer nichts geholfen. Hoffen wird, dass er den Schneider mehr Glück bringt. Der arme Schneider wird sich... Immer noch an Ort und Stelle, wird sicher immer noch an Ort und Stelle stehen, da er sich ja ohne seinen Glücksbringer nicht vortraut. Ich sollte mich beeilen und ihn
erlösen. Der Glücksbringer soll schließlich zu seinem eigentlichen Besitzer zurück. Ja. Ich soll mich mit einem geheimnisvollen Helfer am Fuße des Praios-Tempels treffen. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Hoffentlich ist es keine Falle. Es wird eine Falle sein. Und ja, der Handschmeichler. Dieser große, runde Kiesel gehört dem Schneider. Er liegt gut in der Hand und man möchte gar nicht aufhören, damit zu spielen. Ja, Handschmeichler heißen Handschmeichler, weil sie gut in der Hand liegen. Ah, noch mehr Ratten. Was können wir Gladys eigentlich so an Fernkampf beibringen? Also ja, es gibt nicht sehr viel, aber es gibt ein bisschen was. Gerade so ein gezielter Schuss wäre nicht schlecht. Also das hier unten ist rein Wurfwaffen. Bestimmte Sachen, wie der Lademeister zum Beispiel. Also den Lademeister sollte hier beibringen. Ja. Pfeilhagel geht nur mit Bogen. Scharfschütze und Meisterschuss brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber einen gezielten Schuss und einen Lademeister. So, ein paar Wolfsrattenschwänze zum Verkaufen. So, okay. Wolfsrattenschwänze, das kann auch verkauft werden. Das kann hier rüber. Hier stimmt alles soweit. Okay. So, damit kommen wir wieder raus auf den Praios-Platz. So, jetzt können wir unsere Waffen wieder wegstecken. Ein Schwerg, ein Wort. Alles klar. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr ihn schon gefunden? Hier, ich habe euer gutes Stück gefunden. Da habt ihr es wieder. Oh, vielen, vielen Dank. Das war wirklich außerordentlich nett für euch, für mich danach zu suchen. Jetzt kann ich endlich wieder meine Arbeit nachgehen. Bitte nehmt diese zwei Silberlinge für eure Mühen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Gehabt euch wohl, mögen die 12 über eure Schicksal wachen. Und euch niemals über einen Huhn stolpern lassen und etwas Wichtiges verlieren lassen. Okay, wir haben Steigerungspunkte. Peitschen mal maximieren. Punkt im Fallen entschärfen ist nicht schlecht. Dann natürlich Schwerter noch weiter steigern. Das reicht erstmal bei ihm, bei ihr. Bogen ist Maximum, Säbel ist Maximum. Dann sollte sie etwas Selbstbeherrschung und Heilkunde kriegen. Vielleicht noch ein Trefferpunkt. Zwei Trefferpunkte. Tierkunde Max. So. Ein paar Punkte in Schleichen für Vorgrim.
Ich glaube, das Schmieden übernehme ich, wenn was geschmiedet werden muss. Dann Selbstbeherrschung. Hiebwaffen sind auf Maximum. Das heißt noch ein Lebenspunkt. Folgt mir. So, Gladys. Ein Punkt Armbrust. Und Schlösser knacken. Und betören.